Niemand hat Gott je gesehen. Niemand hat Gott je gesehen. Der Satz ist unfraglich wahr. Und er steht so niedergeschrieben im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, dort in Vers 18. Seien Sie herzlich willkommen zu einer Mittwochsausgabe von rallentando.ch, dem Online-Andachten- und Gottesdienstprogramm der reformierten Kirchgemeinden Erlenbach und Herliberg. Dass niemand Gott je gesehen hat, macht es leider schwierig, überhaupt etwas über Gott zu sagen. Man kann sich einfach keine Vorstellung von ihm machen, weil man ihn nicht anschauen kann. Bei Lichte besehen ist es sogar so, dass man nicht einmal mit Sicherheit wissen kann, ob es ihn überhaupt gibt. Die Existenzfrage wäre also zunächst zu klären, erst danach ließe sich weiteres diskutieren. In der Geschichte der christlichen Theologie hat es deshalb einige Anstrengungen dazu gegeben, zunächst einen Beweis der Existenz Gottes zu geben. Gern möchte ich Ihnen einmal eine Kostprobe davon geben, die von einem großen Gelehrten des Mittelalters stammt, Anselm von Canterbury. Er hat im 11. Jahrhundert den vielleicht berühmtesten Gottesbeweis überhaupt vorgelegt, den sogenannten ontologischen Gottesbeweis. Anselm nimmt sich zunächst den bloßen Begriff Gottes vor. Und das ist ja eigentlich ganz klug von ihm gemacht. Denn niemand kann leugnen, dass das Wort Gott in unserer Sprache vorkommt. Selbst Atheisten verwenden es, um die Existenz Gottes sodann allerdings zu leugnen. Aber auch sonst kommt der Begriff in unserem Sprachgebrauch ja ständig vor. Zuweilen verwenden wir das Wort Gott lediglich beiläufig. Zuweilen, wie zum Beispiel in unseren Gottesdiensten oder wie in dieser Andacht, verwenden wir den Begriff Gott ganz bewusst. Und Anselm fragt nun also, was wir da eigentlich meinen, wenn wir von Gott reden. Und er gibt eine ganz einfache Definition ab, der man wohl umstandslos zustimmen kann. Wenn wir Gott sagen, meinen wir ein Wesen, das vollkommen ist. So vollkommen, dass es nichts Vollkommeneres darüber hinaus gibt. Selbst Atheisten würden dem vermutlich zustimmen. Sie würden lediglich hinzufügen, dass es ein derart vollkommenes Wesen, über das nichts Vollkommeneres hinausgedacht werden kann, eben nicht gibt. Anselm meint nun aber ganz im Gegenteil nachweisen zu können, dass genau diese Leugnung der Existenz Gottes nicht zu verstehen ist. Denn, so sagt er, wenn man sich den Begriff der Vollkommenheit vornimmt, dann sei klar, dass dasjenige Wesen, von dem man meint, es sei so vollkommen, dass nichts Vollkommeneres darüber hinaus gedacht werden kann, zugleich auch existieren muss. Wenn man sich nämlich ein vollkommenes Wesen denkt, von dem man annimmt, es sei nicht existent, dann hat man die Aufgabe eigentlich verfehlt. Man denkt sich dann nämlich in Wahrheit nicht das vollkommenste Wesen. Das ist so, weil zur Vollkommenheit auch die Existenz gehört. Und das bedeutet, so schließt Anselm daraus, dass Gott als das vollkommenste aller vollkommenen Wesen überhaupt notwendig existiert. Anselms Beweis hat viele Anhänger gefunden, aber auch viele Kritiker. Gleich geht es damit weiter, aber zunächst gibt es ein Stück Musik, das André Dupont für uns komponiert und eingespielt hat.
Anselms ontologischer Gottesbeweis hat in der auf ihn folgenden Geschichte eine große Karriere gemacht. Er ist in abgewandelter Form zum Beispiel im 17. Jahrhundert bei René Descartes wieder aufgetaucht oder auch im 20. Jahrhundert beim Mathematiker Kurt Gödel. Selbstverständlich ist der Beweis aber auch nicht ohne Kritik geblieben. Das stärkste und bis heute bleibende Argument gegen den Beweis hat Immanuel Kant geliefert. Er hat den grundsätzlichen Fehlschluss, den der Anselms Beweis in Anspruch nimmt, aufgedeckt. 100 gedachte Franken sind eben nicht automatisch auch 100 reale Franken. Der bloße Begriff eines allervollkommensten Wesens reicht nicht aus, um aus dem Begriff auch die Existenz des allervollkommensten Wesens herauszuklügeln. Kants Philosophie ist überhaupt ein Markstein für alles Nachdenken über Gott. Sein 1781 erstmals erschienenes Hauptwerk Kritik der reinen Vernunft räumt auch mit allen anderen Gottesbeweisen, die die Geschichte so hervorgebracht hat, gründlich auf. Es gibt keinen Beweis für die Existenz Gottes, weil wir ihn nicht anschauen können. Dass wir das nicht können, wusste auch das Johannesevangelium schon. Niemand hat Gott je gesehen. Kants Kritik hat im Wesentlichen bis heute Bestand. Das bedeutet aber gerade nicht, dass die Atheisten am Ende Recht erhalten. Das Gegenteil ist der Fall. Denn ohne Religion kann der Mensch eben auch nicht sein. Kein Mensch kann sich sein Leben erklären, ohne mit den Gedanken oder mit dem Gefühl oder mit seinem Gewissen auf eine höhere, der Welt überhobene Instanz zuzugreifen. Machen wir es uns an einem Beispiel klar. Zum Beispiel kommt Gott in unserer Gefühlswelt vor. Das meine ich mit einem weiteren großen Theologen des 19. Jahrhunderts. Sein Name ist Friedrich Schleiermacher. Er hat versucht, die Religion auch nach der Kritik Kants als etwas zu begreifen, das zum Wesen des Menschen unweigerlich dazugehört. Um das zu zeigen, fängt er so an. Jeder Mensch hat ein Gefühl für sich selbst und auch für die Welt, die ihn umgibt. Wir wissen, ohne nachdenken zu müssen, wer wir sind und auch, dass es eine Umwelt und andere Menschen um uns herum gibt. Man hat so etwas wie ein Grundgefühl für sich und die Umwelt. Und wir wissen mit demselben Gefühl zugleich, dass wir das alles nicht von uns aus ins Leben gerufen haben. Es gibt auch kein anderes Ding oder anderes Wesen in der Welt, das die Macht dazu hätte, das alles aus sich heraus zu schaffen. Weder die Welt, noch uns selbst, noch das Grundgefühl, in dem das alles, die Welt und wir selbst ja auftauchen, kann durch irgendetwas aus der Welt geschaffen worden sein. Dazu reicht die Macht der endlichen Dinge und Wesen einfach nicht aus. Und genau dieses Bewusstsein taucht in unserer Gefühlswelt auf. Unser grundlegendes Welt- und Selbstgefühl ist deswegen immer begleitet durch eine weitere Nuance, nämlich durch das Gefühl, dass wir selbst und alles andere abhängig sind von etwas, das nicht die Welt ist. Und dieses andere heißt in der christlichen Religion Gott. Schleiermacher behauptet, dass es überhaupt keinen Menschen gibt, der ohne dieses Gefühl auskommt.
Und sei es noch so tief in den Hinterstuben unseres Bewusstseins versteckt. Ich finde das plausibel. Wenn man den Gedanken weiterdenkt, bedeutet das, das Gefühl der Religion entzündet sich bei jedem Weltkontakt. Es wird immer mitgedacht, oder besser gesagt, mitgefühlt, dass wir weder die Welt noch uns selbst aus uns heraus erzeugt haben, dass dies alles vielmehr abhängt von einer überweltlichen Instanz, die Gott heißt. Nun kann man sich natürlich fragen, ob das eine neue Art von Gottesbeweisen ist. Das soll es aber ausdrücklich nicht sein. Denn ob Gott existiert, ist damit nicht bewiesen. Man kann das nur glauben. Und in gewisser Weise muss man es sogar glauben, wenn man den Gedanken Schleiermachers folgen will. Im strengen Sinne wissen, aber so wie ich weiß, dass das hier ein weißes Blatt Papier ist, kann man von der Existenz Gottes aber nichts. Gott kommt in meinem Gefühl vor als derjenige Schöpfer, von dem die Welt und ich selbst unendlich abhängig sind. Übrigens gilt das für den Rest der Welt auch. Wenn die Welt in meinem Bewusstsein, in meinen Gefühlen oder in meinen Gedanken zum Beispiel nicht auftauchen würde, dann wüsste ich nichts von ihr. Und mit Gott ist es ebenso. Wo also wohnt Gott? Das weiß natürlich niemand, aber so viel lässt sich sagen. Er ist in unseren Gefühlen, in unseren Gedanken und in unserem Gewissen gegenwärtig. Wenn er dort nicht wäre, wüssten wir überhaupt gar nichts von ihm. Und das ist auch der Grund, warum wir unsere Gefühle oder Gedanken oder unsere moralischen Entscheidungen immer wieder mit der Religion in Verbindung bringen. Die Gefühle, die wir beim Hören eines Stücks Klaviermusik zum Beispiel haben, verbinden sich dann mit dem Gottesgefühl. Dort also erscheint Gott in unserem Bewusstsein, aber als Gott, nicht als Welt. Und das heißt, Gott ist zugleich der, der dieselben Gefühle und Gedanken und unser moralisches Bewusstsein, in dem er selbst erscheint, auch schafft. Und der dies alles auch durch die Zeit erhält. Wir selbst könnten das gar nicht. Und auch keine andere Macht dieser Erde, das kann nur Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erden. Amen.